Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hallo. Profi, den Pete Speed Robot Fights. Hallo. Wir Hallo. befinden uns Hi. Momentan in einem sehr sportlichen Zustand, denn heute wird es die Oh Pete ja. Speed, ja, die Profi-Olympiade so ein bisschen geben. Wie ihr seht, haben wir hier zwei Felder aufgebaut für diverse Disziplinen, die ausgeführt werden können. Und zwar wäre das Weitwurf, Entenweitwurf, ja. Dann seht ihr dieses Ziel da hinten, das werde ich noch woanders hinstellen nachher. Dann wäre das Entenzielwurf. Dann wird es Sprint geben und hier wird es Hochsprung geben. Und ja, alles muss in ein Fahrzeug gequetscht werden. Wobei wir uns darauf geeinigt haben, dass es für den Hochsprung zum Beispiel oder auch für den Sprint eine Schubdüse geben darf. Also nicht vier, so wie sonst immer, sondern diesmal darf es nur eine Schubdüse geben. Ansonsten fliegt man ja, ne, einfach bis da oben und dann ist gut. Ja, und ansonsten wäre es das eigentlich schon so grob. Es muss natürlich alles in ein Fahrzeug passen. Das wird heute sehr schwierig sein. Wir werden trotzdem erstmal mit 30 Minuten Bauzeit starten. Und ja, hier wäre dann die Wird saugeil. Punkteanzeige. Wir haben uns gedacht, ne, der erste kriegt, was haben wir gesagt, der erste kriegt 7, der zweite kriegt 5. 4 und 3. Typ, Holland, Typ! Oder ich Ja. meine, ne? Da haben wir Holland, Japan, die Schweiz und Barbados! Barbados. Natürlich. Das schlechteste Land ever bei Ich den musste nur Olympischen kurz Spielen, was eine Medaille drüber gewonnen hat. nachdenken. Natürlich ist es Barbados. Natürlich. Ja, natürlich. Jeder wird sein Land da repräsentieren. Kann mir jeder, es kann sich von mir aus jeder ein Land aussuchen, ist mir völlig egal. Hey, ich Bevor wir bin Holland, allerdings. Junge! Okay, Peter ist Natürlich, schon mal Holland. Japan! Sepp ist Japan, Japan! na, wer ist Keiner die hat Schweiz? Deutschland genommen. Oh. Okay, Bram ist die Die Schweiz Armen. und Jay ist Barbados. Sehr gut. Absolut Hätten wir das neutral. auch schon, ja. Hätten wir das auch schon gemacht. Bevor wir allerdings anfangen zu bauen, gucken wir noch schnell, wer denn letzte Folge quasi das, oh, schickste Auto gebaut hat. Beziehungsweise das beste Auto. So, beginnen wir mal auf den hinteren Plätzen. Die sind sehr hart umkämpft. Ja. Es ging dabei um das Battle, mit dem andere Leute. Also, jeder musste ja mit dem Auto klarkommen. Ne? Also, jeder ist mit dem Auto gefahren, was jeder da gebaut hat. Und die letzten beiden Plätze teilen sich eigentlich fast schon. Jay und Peter. Ja, mit Oh, okay. 13,5 und Das war 13,7%. die Krake, ne? Damit derjenige Welcher kommt? wahrscheinlich auch noch ein bisschen Genugtuung daraus zieht. Ja, Jay hat 0,2% mehr. Nein, da bin ich letzter. Deswegen ist Peter dann leider Deine letzter Nuckelflasche war geworden. doch geil, Peter. Platz 1 und 2 wären dann noch. Da gibt es 30,5 zu Waren halt auch echt zwei hässliche 42,3%. Fahrzeuge. Ja, und gewonnen hat ganz klar Sepp. Ja, herzlichen Glückwunsch. Yay! Denn der hat Dankeschön! im Endeffekt dieses Fahrzeug gebaut, wo man einmal W drückt und automatisch raus ist. Wolkenlos! Damit werde ich mich richtig harten heute Abgang gemacht allerdings nicht hat, durch die Gegend bewegen, weil das geht nicht. Doch, also es Also aus. geht, aber es ist halt echt super langsam, Das das ist waren nicht so alles ziemlich geil. hässliche Fahrzeuge, wenn ich Ja, das aber die, überlege. also so von der Was? Funktionalität Ja, irgendwie auch dein Wolkenlos war schon sehr ziemlich gut. hässlich. Ich Das hatte war wirklich Wolken. schön. In Scheiben, Hallo? wow, ui. Ich sag das Ja. eigentlich Wolken, wenn das wolkenlos heißt. Das macht gar keinen Sinn. Weil das dich in die Wolken befördert. Genau. Deswegen heißt das Deswegen wolkenlos. wolkenlos. Ist doch klar. Ne? Ist doch klar, Bram, ey. Ich Was verstehe das nicht. stellst du das denn Für in mich Frage, ey? ist das immer noch unlogisch. So, ihr dürft euch gerne zu euren Bauplätzen begeben. Und dann Ja, fangen ich bin wir auch ich. gleich an. Wo Peter ist schon da. Wo gehe ich denn hin? Also An die ich bin alten dahin gegangen, Bauplätze wo ich sind immer das? gebaut habe. Ah, Und immer. zwar Ja. immer einmal Letztes bisher. Mal, ja genau. Wie letztes Mal. Ich meine, sollen wir wieder zurück wirklich zu den Plätzen gehen, weil das zu weit weg ist, oder sollen wir uns jetzt hier drumherum finden? Weil hier gibt es halt nicht so viel zum Dann gehe Verstärken. ich wieder zu meinem Platz. Genau. Aber. Das wäre am einfachsten. Muss ich so weit laufen, ey. Beim Nehme ich ja Sprint ab. werden wir übrigens 2 gegen 2 machen. Also zwei Leute werden gleichzeitig. Na, gucken wir mal, ob zwei Leute Ey, gleichzeitig ich bin starten können. übrigens dafür, wer gerammt hat, der wird disqualifiziert. Ja, gucken wir mal. Definitiv, weil dann ist das ein Witz, dass man zu zweit Ihr solltet auf zusammen macht. jeden Fall noch wissen, dass Beabsichtigt rammt, die meinst du? Nee, abrammt. Die Dann darf der andere nochmal Hochsprungbreite. neu machen. Alleine. Das ist halt echt Alleine. witzlos. Ja, Okay. das ist halt das Einzige, wo wir zu zweit sind.
Ja, okay. Wo du halt behindert, offensichtlich behindert werden kannst. Ist bei dir leider schon zu spät. Ich wollte gerade sagen, das Gefühl habe ich auch. Na egal. Die Hochsprungbreite trägt übrigens 32 Felder. Also solltet ihr nicht breiter werden als 32 Felder, ansonsten könnt ihr automatisch schon nicht hier durchspringen. Ich hatte jetzt mit einer Konstruktion mit 33 Feldern ausgedacht. Das sei nur mal so gesagt, ja. Also nicht, dass hier irgendwer gleich mit so einem Monsterfahrzeug ankommt und dann feststellt, die haben blöd gelaufen. So, damit haben wir, glaube ich, alles. Dann verschiebe ich euch kurz. Sag mal, bis später. Bin sehr gespannt auf heute. Ich glaube, es werden einige Leute Zeitdruck haben. Vielleicht müssen wir das Ganze auch mal erweitern. Ja, dann starten wir mit 30 Minuten Bauzeit. Und zwar jetzt. Gucken wir, der erste schreit. Ja, also, ich kann noch mal kurz die Bahn zeigen. Mal gucken, ob hier zwei... Ich hoffe, hier passen zwei nebeneinander. Ich habe die jetzt nicht allzu breit gemacht. Die Dinger in der Mitte werden wir dann natürlich entfernen. Wir werden zuerst Weitwurf machen. Entenweitwurf, ja. Die weißen Schilder sind 50 Meter, die roten 100. Ja, also das hier sind 100 Meter. 150, 200, 250. Moment, 300, 350, 400. Ja, vielleicht sollte ich da noch bis 500 bauen. Denn auf dieser Strecke werden wir dann das Zielwerfen auch machen. Ja, das Ziel, das muss ich dann mal... Je nachdem, wie weit die natürlich kommen, ne, da müssen wir erstmal gucken. Wenn die alle nur 20 Meter weit werfen, dann macht es keinen Sinn, dass ich das da hinten hinstelle. Aber das kommt auch noch dahin. Da wird man mehrere Versuche übrigens haben. Ja, also wir werden bei den unterschiedlichen Disziplinen unterschiedlich viele Versuche haben. Wir werden zum Beispiel beim Sprint einen Versuch logischerweise haben. Beim Hochsprung werden wir zwei haben. Beim Weitwurf wird es zwei Versuche geben und beim Zielwurf wird es auch zwei Versuche geben, wobei beim Zielwurf es natürlich dann auch so ist, es geht weiter weg, ne? Also wer dann die weiteste Weite mit Genauigkeit schafft. So, 7, 5, 4, 3 Punkte gibt's. Mal gucken, wer am Ende den das sportlichste Gerät gebaut hat. Heute geht es nicht um Aussehen. Heute muss man rein nach Funktionalität bauen. Sonst wird das mit den 30 Minuten, glaube ich, heute nix. Boah. Und ich würde sagen, so die ersten 3 Minütchen sind gleich rum. Ich fahre schon mal los. Und gehe mal gucken, wen ich denn hier so treffe. Hallo. Hallo. Du fängst an mit der Wurfschleuderkonstruktion. Ja, ist ja das Wichtigste, wa? Also Katapult, ja. Du hast halt Weitsprung, Weitwurf. Weitwurf, Zielwurf, und Sprint und Hochsprung. Ja, im Endeffekt schon. Also für den Hochsprung, den kann man, glaube ich, echt vernachlässigen. Ist halt nur eine Disziplin. Also Werfen hat halt zwei Disziplinen. Wenn du gar nicht werfen kannst, dann hast du halt zwei Disziplinen schon verkackt. Genau. Ich glaube, das sollte ich jedem so... Genau diesen Satz werde ich jedem so sagen. Mit Jay dann nicht wieder aus allen Wolken fällt und sagt, das war aber unfair. So, und wie funktioniert das jetzt? Komm. LOL. Das ist gut, okay. Und jetzt? Achso, das ist abgegangen, ne? Also war das vorher so, zusammen? Und maximalen Schub, bitte. Nee, aus. Moment, das war jetzt nicht richtig. Ah, okay, ich sehe aber, was du vorhast. Du unterstützt das noch mit dem Arm, oder? Noch nicht. Aber du hast es zumindest vor. Ich hab's zumindest vor. Okay. Okay, das ist schon, ich würde sagen, eine Stufe mehr complicated als wahrscheinlich der Rest. Weil ich den Rest noch nicht gesehen habe. Also... Du benutzt im Endeffekt die Doppelhebel? Nee, Moment. Ach, du willst also diesen Arm, den drehst du gar nicht. Sondern du lässt den drehen. Oh ja, Moment, ich habe einfach eine voll gute Idee. Mach doch einfach so, statt den Knopf. Oh, Alter. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Jetzt muss er nur noch mit einer Ente machen. So. Darf ich zwischen den Disziplinen noch irgendwas umbauen? Wahrscheinlich nicht, wa? Nee. Was heißt denn umbauen? Ja, ich hatte... Weg. Ne, ich hatte gerade noch eine Idee. Ja, also ich meinte damit eine Verkabelung ändern.
Aber eigentlich nicht. Ne, dann ist doch okay. Ich frag ja nur. Ja, ich habe auch kurz drüber nachgedacht. So, aber ich darf natürlich hier meine Ente reinsetzen. So, so und dann klack, so, jetzt liegt sie da drin. Und go. Alter, du hast die Ente weggeschmissen. Oder? Ne, du hast sie da hinten, die ist da hinten geflogen. Ja. Ich dachte schon, du hast die aus dem Bild geworfen oder so, aber du hast nach hinten geworfen. Jawohl. Aber man sieht schon, wo es im Endeffekt landen wird. Es sind noch 23 Minuten. Ich habe übrigens schon gesagt, sollten alle schreien. Ich habe keine Zeit mehr, dann machen wir wahrscheinlich länger. Okay, alles klar. Ich habe aber jetzt noch... jetzt, pass auf, Christian. Jetzt, mein Friend. Alter, jetzt schmeiß ich dir die Ente noch. Jetzt schmeiß ich dir die Ente weg. So, Ente da rein. Da drin. Und go. Alles immerhin. Da vorne rollt sie noch. Was? Ach, da hinten an dem Baum. Ne, da, in die Richtung. Da hinten ist meine Ente. Da, kurz bevor den... Ach du Scheiße. Hier. Genau, wo ich stehe. Ja, das ist schon mal ordentlich. Bis hierhin ist meine Ente geflogen. Ach du Scheiße. Ja, ist klar. Das ist doch schon mal was. Ich glaube, ich gehe mal zu Peter weiter. Guck, ob der auch schon Fortschritte macht. Vor allen Dingen, also wie der baut, womit der anfängt. Sehr interessiert. Bis später. Bis dann. Okay, für Bram werde ich ein längeres Feld brauchen. Krass. Ist halt schwierig einzuschätzen, wenn man sowas baut. Also wie weit die Leute dann wirklich werfen können. Guck mal, was das gibt. Aber solange wir die voneinander unterscheiden können, wer wie weit wirft, ist doch alles super. Guck mal, Peter baut zuerst sein Peter-Mobil. Da steht immer noch das P. Miep, miep. Wo ist der denn? Ach, da. Hallo, Ibims, super. Hallo. Peter baut funktioniert das Peter-Mobil. Funktioniert alles nicht, Christian. Alles Peter ist kaputt. Peter-Mobil. Okay, ich baue alles wieder ab. Peter muss mal wieder umschmeißen. Das geht nicht. Wenn man hochspringen will, dann muss diese Scheiße auf jeden Fall in der Mitte sein von allem. Alles muss richtig austangiert sein, so an der Seite oder so. Das bringt auf gar keinen Fall was. Das heißt, das Ding muss entweder genau über oder unter dem Sitz sein. Da ich über dem Sitz allerdings auf jeden Fall den einen Scheiß machen muss, hier zum Werfen. Ja. Muss das auf jeden Fall darunter. Und zwar genau darunter. Das heißt, das ist doch alles scheiße hier. Okay. Also damit ja, das... Ich feiere zeitlich bei den Leuten, ne, vorbei. Damit das besser passt. Erstens, wenn am Ende alle nicht fertig sind, dann werden wir wahrscheinlich länger machen. Aber darauf bauen würde ich nicht, weil wenn zwei Leute doch fertig wären, hat man dann halt Pech gehabt. Und man sollte bedenken, dass Werfen ja zwei Disziplinen sind. So, ja. Fokusmäßig, ne? Ich will alles schaffen. Ja, natürlich sollte man alles schaffen, aber ne, wenn du werfen verkackst, hast du halt zwei Disziplinen schon im Arsch. Ja, ich fange nochmal von vorne an hier. So, wie mache ich das denn jetzt? Weißt du, wie mache ich denn das jetzt? Das im Endeffekt, was ich will, ist... Ach, ich habe eine Idee. So. Ja, Peter denkt gerade nur laut. Ja, genau, sorry. Nö, mach dir nichts, dafür bin ich ja hier. Lass mich teilhaben an deinen Gedanken. Bist du umgefallen? Genau, das wollte ich. Jetzt kommt du genau dahin. So. So. Und jetzt muss ich alles andere drumherum bauen. Aber das kriege ich schon hin. Das machen wir. Heißt aber, dass die... Okay, das kann ich auf jeden Fall hier oben schon mal brutal reduzieren dann. Also ich habe mich gerade gemutet, Peter hört mich gerade nicht. So. Wieso muss die Düse unten drunter? Die kann doch auch oben drauf, oder hat die dann nicht den gleichen Effekt? Hat die dann nicht den gleichen Effekt? Soweit so gut. Weil da musst du die Reifen nicht so. Okay, wir müssen ja so wenig Dingens wie möglich benutzen.
glaube, Peter ist ein bisschen aufgeregt wegen Zeitdruck und so. Okay. Ich brauche auf jeden Fall auch Räder. Ich brauche auf jeden Fall auch Räder. Genau, du brauchst Räder. Ja, ich glaube, ich brauche Räder. Genau. Ja, genau, im Endeffekt brauchst du nur noch Räder, Motoren und was zum Werfen. Ja, okay. Also das wird das Peter-Mobil. Mal gucken, wie nachher fertig wird. Es sind noch... Moment. Noch 18 Minuten. So. Werde ich mir mal anschauen fahren, was Sepp denn so fabriziert. Gucken, wie weit Fantastic. Der ist. Fantastic, Peter. Bis gleich. Gleich. Okay, also Peter wird Zeitdruck kriegen. 18 Minuten ist hart. So, Seppjö. 14 Minuten. Oh, oh. 14 Minuten sind es noch. Ja. Gucken wir mal. Da ist Sepp. Hallo. Hallo, Christian. Wie kommst du so voran? Du kommst genau richtig. Ich vereine gerade meine Teststation. Ich habe hier erst noch eine Teststation gebaut. Also separat. Damit ich weiß, ob das funktioniert oder nicht. Separat. Und jetzt vereine ich die gerade mit meinem Vehikel. Zack. Bams! So. Ja. Okay, also du hast Sachen einzeln gebaut und jetzt baust du die einfach zusammen? Ja, weil ich jetzt weiß, dass es funktioniert. Ich wusste nicht, ob es funktioniert. Das ist fortgeschritten. Das war mir leider zu tricky, wenn es nicht funktioniert. Also muss ich gerade noch ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen Gewicht spare. Ja. Oh. Ich habe nämlich so eine Abschussrampe mir quasi gebastelt und die habe ich vorher getestet. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und da passt die Ente rein? Da passt die Ente rein. Also ich kann halt, das zeige ich dir sofort nochmal. Kann hier ja, musst halt du nicht. Also wie gesagt, ich glaube, heute ist Zeitdruck, ne? Also sind noch 13 Minuten. Und dann kann ich die Ente da reinpacken und dann kann ich die da runterfallen lassen in diesen kleinen Kanal. Ja. Und dann geht's ab, hoffe ich. Das finde ich ganz nice. Gab ja keine Vorgabe, ob man jetzt schleudert, wirft oder schießt oder whatever. Hauptsache, der Ding fliegt weit. Oh oh. Warum funktioniert das schon nicht? Da ist schon irgendwas nicht richtig. Fuck. Was ist denn da nicht richtig? Wenn ich den Knopf drücke, dann fährt das Ding nicht hoch. Da ist schon irgendwas nicht. Wow! Oh, okay, ah, okay. Ich glaube, das hat mit der Düse nicht ganz geklappt. Ja, das hat irgendwie ein bisschen festgehakelt. Scheiße. Okay, warte. So, jetzt aber, komm, wir fahren da direkt aus. Und dann Alter. Kann ich hier ja. Oh Gott. Da dran. Wenn das Ding wirklich so weit schießt, wie es jetzt aussieht, ja, dann brauche ich eine längere Bahn. Nee, ich glaube nicht. Also, ich glaube nicht, Christian. Okay. Ich habe das schon probiert. Eigentlich ist das voll kümmerlich, wie weit das fliegt. Das ist ein bisschen schade. Aber, naja. Also ja, aber das halt will ich gar nicht sehen, wie weit das schießt, ne? Also hier. Ja, ja. Also, ich bin da noch am gucken, wie groß der Winkel sein muss. Ich habe jetzt mal 4 Reifen hintereinander gepackt. Ich wollte jetzt auch nicht zu schwer machen. Ich weiß nicht mal, ob das gut ist. So, und dann brauche ich eigentlich nur... Ja, das ist auch noch so ein Bug, den wir übrigens festgestellt haben, ne? Also wenn ihr mal ins Inventar guckt, dann ist der hier, das kleine Rad ist schwer, das große Rad ist mittel, das ist umgekehrt. Ja, das macht halt irgendwie nicht so viel Sinn. Das ist ein als Anzeigefehler. Ja, ja. Du hast das ja mit so einer Wippe getestet. Oh, Mist! Oh, jetzt ist da was im Weg. Jetzt ist die Scheißdüse doch im Weg. Das gibt's doch nicht, wie mache ich denn das mit der Scheißdüse jetzt am besten? Kannst du dann ja einfach einen Block wegmachen? Vielleicht mache ich die Düse einfach an die Dinge dran. Ja, dann dreht die sich halt noch mit, ist 10 Minuten egal. Zeit dafür. So. Und ich denke, du machst das. Ich werde mal gucken, wie weit Jay ist. Bei dem war ich mach noch das, gar bis nicht. Gleich. Bis Yay! Gleich. Bis später. Oh shit. Aber Christian? Ja, bitte. Oh Mist. Wieso geht das noch nicht? Oh, nice. Ich kann jumpen! Wie so eine, diese Feder, diese Sprungfeder-Dinger da. Ja, so ein bisschen. Okay. So, jetzt muss ich aber noch die... Okay, geben wir uns auf den Weg zu Captain Ratlos. Vielleicht ist er gar nicht so ratlos. Der Jonathan. Er hat was gebaut, was? Pistons. Aha.
Das sieht interesting aus. Fragen wir mal. Hallo? Hallo? Du hast Pistons gebaut, die sind wahrscheinlich zum Springen da. Ich versuche zumindest damit zu springen, aber naja. Ja. Weißt du, ist ja dann halt, ne? Hast du da ich hab keine Ahnung, ob das funktioniert, weil ich vorhab. Ja, Zeit zum Testen ist irgendwann. Das ist ja nicht schauen wir so mal. Ja, aber wie schon im Chat gesagt, ne, also werfen sind zwei Disziplinen. Wie werfen sind zwei Disziplinen? Ja, da darf ich trotzdem dasselbe Ding benutzen, oder? Ja, ja, klar, aber du hast ja Weitwerfen und du hast... Ja, Zielwerfen habe ich schon mir gedacht, krieg keinen Punkt. Habe ich mir gar nicht den Kopf rüber angestrengt. Ja, okay. Auf andere so, Stärken das wird lustig gleich der Test. Ja. Versuche gerade mein Springen zu optimieren. Vielleicht überlege ich mir dann nochmal. Das Werfen, da traue ich mir, naja, mal gucken, was die anderen gebaut haben, aber da traue ich mir auf jeden Fall mehr zu. Mhm. Wahrscheinlich wird gleich der Server abstürzen. Wenn ich das jetzt gleich aktiviere. Ganz, bin ich gespannt. Ja, so was gleich passiert. Gespeichert ist ja alles. Ich bin gerade noch am Einstellen, damit die Pisten sich gleich schön aufeinander boosten. Und dann werde ich springen. So weit wie noch nie ein Auto gesprungen ist. Ja, weit ist ja nicht so schlimm. Ja. Hoch. Du musst hochspringen. Ach, wir haben noch Weitsprung auch, oder? Nein, wir haben Hochsprung. Ach, wir haben keinen Weitsprung? Nein, wir haben Weitwurf, wir haben Zielwurf. Ich dachte, wir hätten auch Weitsprung. Hochsprung. Ich dachte, das wäre die fünfte Disziplin. Ja, gut. Ja, okay. Wir können auch noch. Also, im Endeffekt, wenn wir noch Zeit haben, fügen wir noch weit. Das sieht ja richtig geil aus. Eigentlich ganz gut. Es hat funktioniert. Aber ich glaube, du musst die Dinger viel schneller einziehen, weil sonst wirst du an der Stange hängen bleiben. Und die Stange darf nicht berührt werden. Ich muss ja erstmal üben. Ja, ja, klar. Und hopp. Alter, das sieht doch gut aus. Ja, aber damit komme ich nicht so hoch wie vielleicht an. Oh, lol. Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dran basteln. So, 7 Minuten. Es sind doch. Warte mal, wenn ich mir überlege, wir haben jetzt 4 Leute, die bauen, dann sind es bisher 1, 2, 3... 4 verschiedene Autos? Ja, von den Herangehensweisen bin ich gerade am überlegen. Die sind doch sehr, sehr verschieden. Finde ich aber geil. Bin ich sehr gespannt, okay. was ich da so ein bisschen durchsetzen kann. Ja, nicht in allen Disziplinen, aber... Boah, beim Gas geben ist bestimmt richtig krass. Beim Sprint. unterscheiden sich aber echt die Geister. Da scheiden sich auch wirklich die Geister. Ja, aber ich meine, Sprint habe ich noch. Also, ich habe noch nicht bei jedem Räder gesehen. Oh lol. Aber nicht, weil er irgendwie ein anderes System hat, sondern weil er nicht die Räder zuerst gebaut hat. Deswegen weiß ich noch nicht, wie das bei jedem aussieht. Ey, es ist so schwer. Ich habe erst versucht, das so leicht zu machen, wie es ging. Das kannst halt knicken. Ich finde das heute sau schwierig. Also, gerade mit den Disziplinen des. Deswegen habe ich auch Barbados genommen, weil die halt nichts reißen. Hat ja schon seinen Sinn. Okay. Ich geh noch mal zu Peter gucken. Fällt mir ein. Da muss ich unbedingt noch mal hin. Also bis gleich. Ne, wir haben zwar heute alle Fahrzeuge, werden wahrscheinlich nur einmal sehen. Außer bei Peter, da möchte ich unbedingt noch mal gucken fahren, weil der hatte so den Status von ich werde nicht fertig und das ist natürlich immer blöd. Und zwar aus mehreren Blickwinkeln. Blöd von demjenigen, der nicht fertig bekommt, aber auch irgendwie blöd, dann nicht fertig zu sein. Ne? Also, gucken wir mal, wie da so der Status ist. Vielleicht müssen wir uns ja gar keine Sorgen machen. Wir wollen ja auch... Ich muss kurz reconnecten. Okay. Ist halt immer blöd, irgendwie zu sagen, hey, du bist jetzt disqualifiziert und du kannst daran nicht teilnehmen. Das ist halt öde. Natürlich wäre das irgendwie regelkonform, aber sagen wir mal ehrlich, wir sind jetzt nicht hier, um quasi Regelkunde zu betreiben, wer ist wie, sondern im Endeffekt soll es darum gehen, dass man Spaß hier an dem Spiel haben soll und Spaß bei diesem ganzen Quatsch, der da am Ende rauskommt. Das wäre irgendwie doof, wenn... Naja, also wenn, ich muss ganz, sagen wir mal, ich baue hier mit, ja? Mir wird jetzt gesagt, okay, du baust jetzt ab sofort hier mit. Und ich würde so 2-mal hintereinander nicht fertig werden, dann wird gesagt, okay, dann darfst du halt nicht mitmachen.
Fände ich halt schon richtig hart scheiße. Dann würde ich mir schon überlegen, boah, heute nehmen wir wieder Profi auf. Und das darf nicht passieren, ne? Deswegen müssen wir ein bisschen alterieren. So, fragen wir mal Peter, was denn da los war. Hallo, wieso, wusstest du, was ist passiert? Bei mir tragen sich ganz wirre Dinge zu. Guck mal bitte hin, ob du die gleichen Fehler hast wie ich. Okay. Hast du gerade das Auto gesehen? Nee, aber ich sehe die Enten, die irgendwie durch die Gegend fliegen. Ja, guck mal hier oben hin, bitte. Ja, warte, ich komme mal hoch. Ich mache jetzt mal kurz den Block weg, wo die Ente draufsteht, ja? Ja. Lol, jetzt hast du 4 Enten. Du hast 4 Enten? Okay, bei mir taucht da ein fucking Auto auf. Ne, pass auf, wenn du die Ente wegmachst, dann wird aus der einen Ente werden 4 und die fliegen so ein bisschen durch die Gegend und dann fallen die runter. Yeah. Bei mir ist hier gerade noch ein Auto. Keine Ahnung, was das für eins ist. Kannst du vielleicht ein Auto? Kannst du das spawnen? Ja, keine Ahnung. Nee, das geht immer weg. Kannst du da vielleicht mal eine Ente spawnen, also und dann wegmachen? Also hier quasi einen Block hin, dann eine Ente und dann den Block wegmachen. Okay. Ente. Und den Block wegmachen. Lol. What the fuck? Das ist genau das gleiche. Also aus der einen Ente werden 4, die fallen alle runter. Ja, und dann tauchen, dann verschwinden die aber auch, oder? Nee, hier liegen ganz viele Enten rum. Aber achte mal auf die Enten, ob die bei dir dann auch weiter noch. Zack, 3 Enten. Ja, die liegen da jetzt. Kann ich die auch aufnehmen? Nee. Doch, die Ente. Lol, wenn ich die eine Ente wegmache, sind die anderen alle weg. Was? Ja. Vielleicht hätten wir doch nicht Enten nehmen sollen. Passiert das auch, wenn du das auf der Hebebühne hast? Jetzt ist nochmal geblieben. Das hat jetzt geklappt. Ich sehe übrigens das Auto, das in der Ferne da hinten backt das immer aus der Welt rein und wieder raus. Aus welchen Gründen nochmal? Also, Scrap Mechanic ist bei dir ein ganz sonderbares Spiel, finde ich. Das war gar nicht so schlecht. Hast du gesehen, wie das geflogen ist? Nee, ich habe tatsächlich jetzt gerade versucht, den Wagen wegzumachen. Ja, das war gar nicht so verkehrt. Müsstest du nochmal machen. Wenn es denn geht. Ja. Okay, also, Ente da oben drauf. Ja, und? Läuft. Oh, verdammt. Ja, aber ist okay. Also, es ist zumindest nicht gebuggt. Okay, jetzt ist die bei mir gerade verschwunden. Nee, die liegt da oben drauf. Mach mal. Die liegt da oben drauf? Okay. Hui! Pumps. Okay, also die ist, bei mir ist die bis hier geflogen. Ja, das ist doch schon mal was. Ja. Guck mal, kannst du doch schmeißen. 2 Minuten sind es noch. Ich werde mich schon mal Richtung, Start. Das andere Auto hält jetzt bei dir an. Lol, jetzt bist du in der Luft. Lol. Nee, die Enten sind bei mir hinter mir in der Luft. Hier sind Enten. Bei mir ist das ganze Auto weg. Ich sehe einen einzigen Reifen. Okay. Ach, ich gehe schon mal los. Noch die Post. Ist ja kein Problem. Können wir kurz pausieren? Ja. Das hört sich bei Peter immer so eine Eskalation an, wenn er den, Greenscreen hochmacht. What the fuck? Das Spiel ist ein bisschen buggy. Okay, also mein ganzes Auto scheint an der Hinterachse festgemacht zu sein. Okay, es ist noch knapp eine Minute. Komm, die kann ich auch so abschätzen. Du fuck, das muss ich mal eben aufnehmen, weil sonst sieht der Rest es nicht. Ja, Peter, musst du noch kurz zur Tür, falls bei du mir buggt alles rum. Ja, guck mal. Bei mir buggt auch alles rum. Sepp, guck mal. Nachdem Sepp gerade irgendeinen Quatsch gemacht hat, buggt jetzt alles bei mir rum. Guck mal, in WhatsApp habe ich mal gezeigt, wie ich jetzt gerade fahre. Muss es kurz sehen. Ich habe jetzt ein anderes Fahrzeug in meinem Fahrzeug. Auch interessant. Ja, Peter hat die ganze Zeit irgendwie Probleme. Peter sieht tote Fahrzeuge. Ja, das muss also ich euch auch mal zeigen, ne? Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, das hatte ich auch gehabt schon. Wir werden gleich einfach den Server mal neu starten. Das sollten wir auf jeden diverse, Fall es gibt diverse Bugs. Ja, bei mir auch, wenn ich eine Ente weggeschossen habe, dann ist Christian sein ganzes Auto mitgeflogen bei mir. Jetzt wäre zum Beispiel, selbst Auto wird unsichtbar. Hallo, das, ich sitze also, hier gerade. Ich weiß auch nicht, was das soll. Wenn ich mich da reinsetze, warte mal, Sepp, komm mal kurz raus, dann wird es wieder sichtbar. Also zumindest wenn bei mir. Wenn du dich reinsetzt. Das Geile ist... Ich glaube, ein Teil von selbst Auto hängt einfach hier bei mir im Auto drin. Genau, das hatte ich gerade. Selbst Auto wurde dann nämlich sichtbar. Boah, und die Hälfte von Brams Auto war dann da drin.
spawnen beide mal neu. Delete, Junge, delete. Ja, delete und neu spawnen. Aber ja, bei Peter. Klappt das? Also bei Peter. Peter hat keine... auch. Peter hat gar nicht minimalistisch gebaut, ey. Nicht nice. Ja, Alter, ich musste echt. So eine Düse ist nicht viel, dachte ich mir so. So, Bram hat seins neu gespawnt. Wie sieht das aus? Sieht gerade gut aus. Ist das deins? Meins ist. Nee. Jetzt ist Bram komplett los. Alter, da ihr seid untrennbar miteinander verbunden, ihr Bram, Boys. Wir haben doch gar nicht zusammen gebaut. Wir haben vor allem das Witz. Was machst du da? Ey, ich hab keine Ahnung, doch gar nichts zum Bewegen. Das krasse ist, wir benutzen halt keine Rutsch. Das Teil ist... Moment. Lol. Ey, Peter, ja, fährt hier irgendwas. Was geht ab? Peter, was fährst denn du hier? Das ist wieder ein Auto von mir, Jungs. Oh, ich bin verrückt. Was fahr ich denn hier? Warte mal, das möchte ich gerne irgendwie aufbocken. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Oh. So, auf jeden Fall hat gerade Klatsch gemacht. Das ist Brams Fahrzeug. Oh, was ist das denn her? Nee, das ist nur die Hälfte, die Vorderreifen fehlen. Warte mal, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso habe ich denn jetzt hier ein unsichtbares Brams Fahrzeug beschrieben? Das sieht doch normal aus. Nein, jetzt mach nicht meinen Wagen kaputt. Ich mach den ja nicht kaputt. Du hast ja gespeichert. Haben wir das gerade dadurch, dass wir den unsichtbaren Wagen gelöscht haben, gefixt? Also mit Jace Wagen ist alles okay. Mal probieren. Damit konnte ich fahren. Okay, wir spawnen unsere Wagen nochmal, wie immer. Genau, spawn die mal neu. So, meins normal. Es sieht normal aus. Nein, es ist weg. Nein, ich hab nur noch einen Reifen. Bei Peter, ich hab nur noch einen Reifen. Jetzt weg. Ey, Sepp, ich würde sagen, du bist in der Zeit nicht fertig geworden. Muss ich dich ja, glaube ich auch. Also, ich schaffe auf jeden Fall. Peter. Wo ist denn hier mein... Yo, das ist mein Antrieb, Leute. Ja, was ist denn das für eine Scheiße? Wir benutzen halt auch keine Mods. Der ist auch, guck dir mal, nimm mal das Verbindungswerkzeug, Brams und Sepps Wagen sind vom, Moment, das ist aber nicht der Fehler, oder? Habt ihr die Automatik? Warte, habt ihr eventuell aus Versehen, als ihr eure Sachen verbunden habt, eure Autos verbunden? Ihr habt drei Autos, sind drei Autos bei mir genau, miteinander verbunden. Genau, bei mir sind drei Autos miteinander verbunden. Alter, also ich bin nicht verbunden. What the fuck, habt ihr ein bisschen gemacht? Ich zieh mal kurz noch Jay mit dazu. Hau ab! Original. Also ich kann ja schon mal vorlegen, ne? Mein Sprint und mein Alter. Springen und so, ne? Ist ja kein Problem, ich mach schon mal, ne? Peter könnte nicht mal mitfahren, er hat auch kein Hinterrad. Was ist denn Alter, da? Ja, jetzt hab ich Nein, ich hab Jay dabei! Peter hat Jay gerade die Reifen weggenommen. So geht's halt natürlich auch. Freunde, wir müssen ein bisschen alterieren heute. Und zwar möchte der Server wohl nicht, dass wir vier Fahrzeuge gleichzeitig hier haben. Keine Ahnung, warum. Wir kämpfen wenig gegeneinander in der Arena. Da werden wir hardcore am Sack, ey. Aber oh, ja. Irgendwie lustig. Ich weiß nicht, was heute los ist. Wir haben uns jetzt darauf im Endeffekt verständigt, dass zwei Fahrzeuge immer gleichzeitig da sind. Momentan seht ihr hier, stehen wir alle an der Wurfbahn. Ja, es geht als erste Disziplin, steht heute Weitwurf an. Und dabei geht es darum, ja, die Ente möglichst weit zu werfen, am besten innerhalb dieser Linien, ja, alles, was außerhalb dieser Linie landet, zählt nicht. Man hat drei Versuche, der beste zählt. Ja, sollte da gezählt werden, wo die Ente landet. Deswegen stehen wir auch alle hier schon irgendwie an der Seite, damit man dann mitbekommt. Ja, und dann gucken wir mal, wer denn da so am weitesten wirft. Aber von allen Vieren, ja, nicht nur von den Zweien, also Jay und Peter sind jetzt gleich erstmal dran, aber im Endeffekt gucken wir natürlich von allen. Ja, Jay, ja. Ich wäre soweit, wenn du soweit wärst. Ja, ich nehme meinen Masturbationsarm und dann gehe ich jetzt rund. Dann brauche ich erstmal einen starker Arm. Man kann ja dann nicht zoomen in dem Spiel, so wie in Minecraft. Das wäre ganz 3, 2, 1. Gib Gas. Oh, da kommt die Ente. Alter. Oh, die ist außerhalb. Ist die außerhalb? Nein, da hinten. Da ist sie gelandet. Lol, die ist hier hinten gelandet. Mega weit gewesen. Das sind über. Alter, die war ungefähr, sagen wir mal, hier. Krass. So, lass mal das mal stehen. Hier habe ich schon gar keine Markierung mehr. Nice. Und ich habe gedacht, das wäre zu weit. Den nächsten Wurf werde ich mal aus der Nähe filmen. Ja, dann muss halt hier. Ich glaube, Sepp, du stehst zu nah dran. Ich glaube, du kannst weiter nach hinten. Okay, dann gehen wir. Na, war ich mir noch nicht so sicher. Okay. Ich habe erstmal einen Sicherheitswurf gemacht. Jetzt kommt ja die Technik. Ach, okay. Du hast einen Sicherheitswurf gemacht. Hast du was noch verändert an deiner Einstellung oder was? Nee. Gut, Jay, wenn du bereit bist, dann wäre dein zweiter Versuch. Den gucken wir uns mal hier aus der Nähe an. Okay. Wie machst du das? Dann darf ich, ja. Ja, nicht so oben drauf. Ach, da auf dem. Ja, okay. Du kannst, wann du willst. Okay. Also, es gibt ja keine. Ah, Scheiße! Lol! Fuck! Okay.
Das wäre aber auch übergetreten. Ich sehe keine Ente. Warum? Ich bin doch gar nicht über die Linie getreten. Ja. Bin ich doch kaum. Gar nicht übergetreten. Also sowohl Werfer als auch Ente sind außerhalb der Bahn gelandet. Ach so, das ist übertreten. Das ja klar, Mann. Du kannst ja nicht bis vorne fahren und dann werfen. Das geht ja nicht. Ja, du kannst ja nicht hier rüberfahren und hier hinten werfen. Ich kann aber springen und dann abwerfen. Das ist nicht umsonst zwei Felder hier hoch. Also, oh shit. Aber ne, Sicherheitswurf war schon mal eine gute Idee. Der ist da hinten noch markiert. Okay. Dann kommt jetzt dein dritter und letzter Wurf beim Weitwurf. Sehr gespannt. So, die Ente wird platziert. Da wartet sie. Der erste war mega stark schon. Der erste war auch stark. Ziemlich gut. Technik musste. Pfui, da kommt die Ente. Komm da. Da. Zack. Bumm. Der ist kürzer gewesen. Ja, muss er. Scheiß Ente. Irgendwo hier so. So, Barbados hatte blau, ne? Du hast blau gemacht? Dann werde ich diese Markierung. Ah ne, der kann ja weg dann. Der war ja kürzer. Da ist die Markierung von Barbados. Wie weit bin ich gegangen? Bis wohin? Können wir mal hier am Rand machen. Bis hierhin? Krass. Bis hinten, ja. Das ist echt weit, Jay. In meiner Übung war der nicht annähernd so weit. Bin erstaunt. So, da ist die Barbados-Marke. Jetzt raushaut. Hypoland. So. Meinst du, die liegt jetzt richtig? Aha. Ja, passt schon. Und das soll funktionieren. Okay, also, Peter, der heute für Holland antritt. Very excited to see what you got there. Ist dabei, seinen ersten Wurf zu machen. Also, bereit, wenn sie es sind. Let's go. Herr Pitt. Oh. Ist da hinten? Oh, shit! Doch, ein Meter! Also, ich würde sagen, ungefähr hier. Da war nicht so gut. Geil! Ich würde sagen, hier. Ja, ungefähr, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, Peter kriegt Oranje. Also, nach oben ging es auf jeden Fall, aber vorne war so ein Ding. Ja, Hochwurf ist doch das hier, oder gerade? Also, du musst über die Leiter drüber werfen. Weil der war nicht mal hoch. Ach, verdammte Scheiße. Ja, hoch war schon okay. Ich glaube, das Problem war tatsächlich, dass die Ente zu weit, also ich weiß nicht, zu weit hinten war oder so. Die ist abgerutscht. Also, es kann natürlich sein, Peter, dass durch deine neue Platzierungstechnik die Ente jetzt wegrutscht, ne? Aber, ja, okay. Was willst du machen? Wenn du möchtest. Oh, das war gut. Ja. Das war weiter. Oh, aber. Oh nein! Leider durch die Welt gefallen. Er wäre hier. Ja, hinter dir, Christian, hinter dir, da. Da ist sie rausgekommen. Da, aus der ist Welt. Sie wieder rausgekommen, alles klar. Heiß Enten, ey! Ich glaube, also versuch mal echt deine alte Platzierungstechnik. Also dann nimm dir halt. Ja, aber da blieb die Scheiße ja nicht da oben hängen. Ja, aber irgendwann ist die ja mal liegen geblieben, weil ich glaube, das ist tatsächlich entscheidend. Ich glaube, die bewegt sich. Also. Also du meinst, wenn die daneben fällt, ist die alte Platzierung. Das hat ja im Test hat das ja geklappt. Ja, jetzt. Oh, guck mal. Okay, so, Leute, jetzt zeige ich euch, wie das geht, jetzt Leute. Jetzt wird es richtig hardcore ab, Leute. Gespielt vorher, wa? Ja, ja. Hui! Oh. Ist gut! Zack, oh, nice. da ist sie gelandet. Da war hier gut. So. Ja, würde ich auch sagen. Das war ungefähr hier. Da war Peter. War stark. Holland kommt war schon nicht schlecht. Hier nieder. Nur weil du jetzt Zweiter bist, heißt ja nicht, dass du Letzter wirst. Ja, Jay muss auf jeden Fall sein Auto despawnen. Dann müsst ihr, genau, ihr müsst eure Autos despawnen. Ich mache eben Bram, ja. Einmal wechseln. Naja. Jay steht schon mal wieder ganz vorne. Oh no, ja, ich muss wenden. Muss ja auch da sein, jemand. Genau, den ersten Wurf gucke ich mir mal aus der Nähe an. Kennst du früher beim Sport die Mädchen, die immer dann direkt auf den Boden werfen? Ja. Wenn die Schlagball machen oder sowas. So, erstmal hier ausrichten. Oh, das finde ich sehr fair von Sepp, dass du dich so weit hinten hinstellst. So. Damit das auch fair bleibt. Interessant. So, Sepp hat auch drei Versuche. Ich stand direkt an der Linie. Sag einfach Bescheid, wann dein erster. Ich glaube, Jay, denn meine Ente? Kannst du ein bisschen weiter nach hinten. So. Ente wird platziert. Okay, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Ja. Dann 3, 2, 1. Das war hier. Okay. Ich hab die nicht mal gesehen. Okay, ich hätte hier gesagt. Hinten. Aber gut. Bram, die ist doch direkt hier vorne hingefallen. Scheiße. So 3, 2, sie guckt so. Okay, so in der Luft schon so. Ich hatte jetzt auch schon gedacht, so, boah, das geht jetzt richtig weit oder sowas. Überschallgeschwindigkeit, okay. Das war der erste Versuch. Ja, aber wer weiß. Der zweite Versuch. Der dritte Versuch war bei Holland auch der beste. 3, 2, 1. Oh, was ist das denn hier? Der war außerhalb, der war hier. Ist das Ding geflogen? Da gibt's doch nicht, was ist denn jetzt hier los? Ich hab ihn auch nicht gesehen und ich stehe neben der Maschine. Der war hier außerhalb. Okay.
Ah, nee. Irgendwas läuft hier falsch. Warte mal. Das glaube ich allerdings auch, Sepp. Das hat vorhin viel besser geklappt bei den Proben. Okay, letzter Versuch. Bei mir hat das viel schlechter funktioniert. Letzter Versuch. Mal gucken, ob das jetzt vernünftig fällt. 3, 2, 1. Oh ja! Ungültig! Ungültig! Oh. Damit ist Japan. Oh. Japan hat nicht so die Stärkste. Da hat das mit der Technik irgendwie nicht ganz geklappt, ey. Die spawnt mal dein Auto zur Sicherheit. Jojo. Hätten wir hier Japan. Scheiße, ey. Delete! 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 Damit fehlt noch die Schweiz. Die Schweiz kommt direkt mit dem. Schweizer Katapult. Ja, die Schweiz kommt direkt sehr spartanisch an. So. Als ob die Schweiz sowas bauen könnte, Katapulte. Ach, würden die gar nicht machen, das ist überhaupt nicht neutral. Ja. Katapult könnte ja als Kriegsgerät gesehen werden. Ja, richtig. Wobei die Schweizer, ne, die Garde, die beschützt ja auch den Vatikan, also. Bisschen was. Weil das Ding sieht eher so aus, als ob es Hochwurf könnte. Also, Bram, ne, wir gucken zu, wenn du möchtest. Oh, Jay, ich glaube, du kannst ein bisschen weiter nach hinten. Ja, sicher. Ja, okay. Also, Bram, wenn du bereit bist, ne, gib einfach Gas. Erster Versuch. Okay. Ja, also gut, dass ich hier hingegangen bin. Hier. Bist du sicher? Ja. Ich bin fast am Überlegen, die Wiederholung zu gucken, ob der, also, der ist wirklich hier aufgetippt. Bei mir war der hier. Ja, bei mir ist der hier aufgetippt. Irgendwo ist der vorne auf jeden Fall aufgetippt. Aber ja, weil der ist nämlich. Egal, ich hab das Ziel umgenockt, was da hinten steht. Was? Auf der linken Seite. Stimmt, da hinten gerollt. Wie geil. Wie geht das denn? Aber die Ente ist bei mir nach rechts weggeflogen. Wie geil ist Wait, das denn? Wait, das muss ich mir in der Wiederholung angucken, tut mir leid. After reviewing the game, ja, müssen wir korrigieren. Laut Video ist das Ding hier gelandet. Nein! Krass, okay. Das ist ja nice. haben wir richtigen Laut Schiff Video gemacht. Ist das Ding da aufgetippt. was war Bram nochmal? Herr die Schweiz. Kriegst du rot-weiß. Na gut. Gut. So. Ready? Ja, ja. Du musst ready sein. Okay. Ja, ob ich darf, meine ich. Ja, klar. Ready when Let's you are. Go. Hui! Was? Ja, der war außerhalb! Das war außerhalb. Der ist außerhalb. Oh, wow, RIP, ey. Oh, das war aber knapp. Der war richtig knapp. Der ist exakt hier, glaube ich, gelandet. Ja. Ja, hätte ich auch genau so gesagt. Der ist wow, knapp. Das ist mega unlucky. Von der Weite war der echt gut. Von der Weite war der gut. Na gut, einen habe ich ja noch. Einen hast du noch. Boah, kann ich ja froh sein, dass meine Dinger gerade ausgingen, ey. Ja, aber. Ach. Okay. Lass doch dran liegen, du Scheißding. So, ich bewege mich auch nicht mehr. Das sieht gut aus. Der letzte Wurf im Weitwerfen für heute. Ja, 3, 2, für 1. Die Schweiz. Da. Oh, ja, das hast du hier gesehen, ja. Da war hier so. Das war der beste Versuch vom Abend. Das war sehr gut. Krass, dass der auch so unterschiedlich ist. Dass da Bram so eine Differenz hat in den Füßen, ja, ist krass. Finde ich echt heftig. Oh. Oh Gott. Guck mal an, damit kommen wir zu unseren ersten Punktevergabe und amtlichen krass. Ergebnissen des Weitwurfes. Oh nein! Beginnen wir hinten mit, Moment, wie machen wir das denn jetzt? Wie waren das? Wie viele Leute sind wir? 4, ne? 5, 3, 2, 1. Ja, ne? 5-3-2-1 klingt sinnvoll. 5-3-2-1 klingt sehr sinnvoll. Das heißt, ein ich Punkt mal geht an, verteilen. Hier an Japan. Hä? Hey. Barbados? Ach so. Ja, echt mal. Naja, wahrscheinlich habe ich falsch verstanden. Okay, Barbados möchte tauschen. Nein, ich möchte Barbados nicht. Ein Punkt geht an Japan für, ich sag mal, 18 Meter? Nee, gar nicht. 35 Meter ungefähr. Sepp hat Kugelstoßen mit Medizinbällen. Das hätte ich ja auch schon geschafft, ey, Mensch. Danach 2 Punkte gehen an die Schweiz mit, keine Ahnung. Machen wir das hier? Ja. 2 Punkte für die Schweiz. Dann also kommt Punkt. Holland, bekommt 3 Punkte und 5 Punkte konnte sich Barbados sichern und zwar mit Abstand. Hat Barbados das Ding einfach sonst wohin geknallt. Echt nicht gedacht. Was mich sehr verwundert. Also ich habe ja das ein oder andere Training gesehen. Und da sind die teilweise weitergeflogen. Also gerade bei Dennis habe ich am Anfang gedacht, Alter, finde ich, brauche eine längere Bahn. Bei Sepp auch.
Ja, aber unter, geil, unter aber Wettkampfbedingungen scheinen manche doch schwierig. Etwas, genau. Was ist das jetzt hier? Achso, schwarz. Du kannst die Punkte besser zählen. Besser erkennt, ja. Okay, okay. Ja, damit nach dem ersten Spiel führt logischerweise Barbados vor Holland, die Schweiz und Japan. Kommen wir damit dran gleich zur nächsten Disziplin. Da geht's um Zielwerfen. Und wie das aussieht, weiß ich selber noch nicht. Also, die Jury hat jetzt die Disziplin etwas angepasst. Wir haben uns gegen Zielwurf entschieden. Da das wahrscheinlich zu sehr auseinanderdriftet, hatte Barbados den Vorschlag, nicht Weitsprung zu machen. Ja, also springen sollte ja eigentlich jeder können für den Hochsprung. Deswegen werden wir jetzt Weitsprung machen. Hier darf man Anlauf nehmen, wenn man sich auf dem Weg zum Absprung auf die Fresse legt, darf man einfach nochmal Anlauf nehmen. Jeder hat 3 Versuche und hier muss abgesprungen sein und ansonsten muss man auch in dem Feld landen. Ja, gezählt wird, wo man aufkommt. In dem Feld landen heißt, kein Teil darf rausgucken, oder? What? Was? Nee, ach, das Hauptding. Das kriegen wir schon hin. Wenn man in dem Ding hier landet, deine Arme Teil, daneben dann landen, ist schon okay. Okay. Dein Arsch muss halt da landen. Naja, gucken wir mal wieder. Go. Peter, wenn du bereit bist, du darfst gerne. Okay, let's go. Dein erster Versuch. So, da kommt Holland. Oh, er struggelt schon. Der Anlauf ist schon viel zu lang. Holland kann nicht allzu schnell fahren. Oh, Holland! Schon. Holland! Jetzt ist der Absprung. Da ist der Absprung. Oh! Der hinterste Teil ist es, ne? Ich würde sagen, ungefähr ist... Holland ist ungefähr hier gelandet. Das sah erstmal total gut aus, so wie bei E.T. oder so, wo das Fahrrad dann so abhebt und leicht schwebt. Und dann ja, stimmt. Aber hey, du hast nicht übergetreten, es war ein gültiger Versuch. Es war ein gültiger Versuch, genau. Das Problem ist, ich habe schon direkt beim Fliegen gemerkt, ich werde nach rechts wegfliegen, schnell wieder Gas wegnehmen, damit du darfst natürlich überhaupt auch Punkt hast. Du darfst natürlich auch, also die Linie können wir auch ein bisschen wegmachen, du darfst natürlich auch weiter links starten, ja, du musst ja jetzt nicht... Ja, das ist aber alles weiter, so uneben. Darf man auch weiter vorne starten? Ja, ne? Wenn du musst nicht da hinten starten, das wäre so sinnvoll, frei, ja. Okay. Also. Okay, ich bin ready. Go. Go. Zweiter Versuch von Holland. So, ich kann schneller rennen, als Holland dann laufen kann. Guck mal, das Pferd, das bockt ganz schön. Und Absprung! Ja! Runter! Ja, hätte ich auch gesagt. Wieso ist die Scheiße so unstabil, ey? Das war Hollands bester Versuch. Ich hab mal drüber nachgedacht, Peter, aber nicht so viel Anlauf zu nehmen. Ja, weniger ist doch okay. Oder was heißt, du kannst da hinten starten. Ist halt die Frage, halt ob du deine Maximalgeschwindigkeit erst starte erreichst, mal von hier aus. Halt irgendwie. Ich glaube halt auch, dass du deine Maximalgeschwindigkeit schneller erreichst. Der Boden ist halt nicht gerade, das killt dich halt mega. Aber. Ja, total. Ist böse. Okay, ich bin ready. Damit kommen wir zum dritten Versuch von Holland. So, und da kommt er wieder geschmeidig. Oh, geschmeidig, ey. Und da springt er. Volles Risiko! Hat sich ausgezahlt. Ja, nicht ich will auch sagen, Bram, Holland springt im mittleren Feld, ey. Holland springt bis hier. Holland springt bis hier. Das war eine sehr solide Leistung. Ich weiß nicht, wie weit Holland gekommen ist, aber bis hier. Ja, sehr gut. Okay, der nächste Step, alles klar. Ich weiß noch nicht so genau, wie das jetzt hier wird. Das war schon ganz schön weit. Ich fand das ziemlich cool, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich so weit komme, weil mein Auto... Zwei Sicherheitssprünge, ne? Also ich meine, Holland hat sich konsequent verbessert. Jeder Sprung ist ein bisschen weiter. Ja, und keinmal auf die Schnauze gelegt, was auch schon viel wert ist für mich. Ja, mal gucken, keine Abzüge der B-Note. Japan ist als nächstes dran. Die Japaner können doch gar nicht springen. Die Japaner sind momentan punktemäßig hinten. Deswegen müssen die Japaner beim Weitsprung vielleicht ein bisschen punkten. So, jetzt muss Japan ich das irgendwie da hinkriegen. Okay, ja, ich starte mal einfach hier. Ja, also ich habe kurze Beine, ich kann nicht so weit rennen. Japan, wenn du bereit bist, ne? Okay, go. Dann, oh, Japan, ja, schon mal schnell. Japan hat Speed, Japan hat Speed. Oh, Japan springt und hier ist so der erste aufgekommen. Oh, ein bisschen früh abgesprungen, glaube ich. Ja, vielleicht. Japan ein wenig früh abgesprungen. Und ich dachte, ich bin der Einzige, der so behindert aussieht, wenn er springt, aber da bin ich jetzt echt froh. Aber so gefühlt war der erste Sprung von Japan weiter als der erste Sprung von Holland. Ja, wir müssen ja ein bisschen üben. Die Technik ist ja noch nicht drin. Wo ist denn der Sprung von Holland? Ach, da hinten. Okay, zweite Runde. Warte mal, das sind die Tasten, die ich drücken muss. Okay. Go. Das, okay. Japan rollt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein.
Ja, aber der hintere Teil, das war leider, also war ein blutiger Versuch, Stelle, oder? Aber der war kürzer. Also der da bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen hier. Der ist zwar zuerst hier vorne aufgeschlagen, aber dann hat der Hinterteil doch hier hinten aufgesetzt, was kürzer war. Ich muss doch ein bisschen weiter hinten. Mein Motor, ich hab nicht so eine große Pumpe. Leicht hat die, weißt du, Pietsmeet, wir machen auch Sport. In Spiel. Okay, mein letzter Versuch. Ich gebe mir Mühe. Zack, dann, kommt, genau, kleiner Japaner, renn. So, der letzte die Versuch von Japan. Bitch. Jetzt zählt's. Wow, Japan springt und macht. Also ich würde sogar sagen, so die Mitte ist ungefähr hier. Ja, irgendwie haben die Japaner das nicht drauf. Die können nur Kugelrollen, also sie können nur so Kugelrollen. Ja, das Problem ist gewesen, ich glaube, Japan ist halt sehr schnell so in die Vorderlage gekommen und dann umgekippt. Ja. Dadurch war der Gleitflug jetzt, sag ich mal, nicht so wirklich möglich. Wir können nur Judo-Rollen hier in Japan, das ist halt so. Ich habe fast das Gefühl, das ist so wie dieses Red Bull-Ding, wo die Leute hier. Ja, Kampfsport ist eher so deins, ne? Ja. Mal bauen. So, als nächstes steht am Start die Schweiz. Ja, die Schweiz braucht noch ein bisschen. Okay. Die Welt wartet gespannt darauf, was die Schweiz machen wird. Ja, bei mir auch. Geht das die richtige Taste, ja? Okay. Ja, ein bisschen weit rechts von der Bahn, aber da kommt die Schweiz. Oh! Die Schweiz. Ja, Junge! Was für eine geile Scheiße! Also, wenn mich nicht alles täuscht, würde ich sagen, war das ungefähr hier aufgekommen. Also das war der schönste Sprung von allen bislang. Ja, das stimmt. Also das war echt ein 370 Vordersalto oder was auch immer. Flugrolle war das. 370. 720, Junge. Alter. Das war 720 Grad, ey. Der gute 720. Geil. So, das war der erste Versuch von, was war das hier? Ach, Herr Schweiz. Ram fliegt rückwärts. Ja, Moment, ich hab grad ein technisches Problem. Eine Sekunde. So, nochmal hinstellen. Boah, sieht gut aus für Holland, ey. Scheiße. Ja, Holland ist aber wirklich weit gekommen, ey. Holy Holland ist wirklich weit gekommen. Okay. Ready? Ready. Ja. Go. Gucken wir mal. So, jetzt. Da kommt der Jump. Oh! Also, den würde ich theoretisch sogar noch zählen lassen, aber der war kürzer als alles andere und deswegen ist das eh scheißegal. Ja. Aber die Schweiz, die ist, wenn man sich hier mal, ne, auch so auf die Bahn stellt, wenn man ein bisschen lebensmüde ist, dann die Schweiz ist schon sehr weit, also von mir aus links, von sich aus rechts. Also du könntest auch noch einen Ticken weiter nach links kommen. Ja, was trinkt man in der Schweiz, Peter? Bier. Wenn man da trinkt, okay. Wein. Ja. Da Wein, kommt die Schweiz. Okay. Oh, die Schweiz hat leichte Probleme und Der erste war leider kein neuer bester Versuch. Oh ja. Damit haben wir ein amtliches Ergebnis für die Schweiz von, keine Ahnung, 16. Hä, wo ist denn eigentlich die Schweiz? Wer ist die Schweiz, das Klinker? Weiß sie hier oder was? Das Rot-Weiße. Ach, das Rot-Weiße. Weil Rot-Weiße war vorhin Sepp, deswegen war ich verwirrt. Nee, Weiß war eben Ach so. Sepp. Rot-Weiß war immer schon Dennis. Als nächstes ist Barbados dran. Barbados testet gerade noch, wie viel Anlauf die denn nehmen möchten. Das ist ein bisschen wenig, meinst du nicht? Darf ich nicht? Du kannst dich auch von mir aus hier direkt vorne hinstellen. Okay. Darfst du viel mehr? Ja, dann darf ich? Du darfst. Wir nehmen alles auf. Da springt Barbados! Nein! Aber Barbados ist leider daneben gelandet. Oh, fuck. Der Versuch an sich war ja gut. Also, das wäre der zweite Platz gewesen. Das wird schwierig, Holland zu schlagen, ja. Das sieht aber total seltsam aus, wenn er springt, oder? Alter, der Boden so uneben ist, das macht mich voll fertig. Ja. Mein ganzes Auto. Ja. Hier wird noch. Mann, ey! Der lenkt die ganze Zeit nach rechts. Die Sau. Ui, da fliegt man wieder. Das sieht gut aus. Lässt sich fallen. Oh, jawohl. Hinter der Linie. Der hat getroffen. Oh, hier hinter der Linie. Das war wichtig. Der zweite Platz aktuell. Nice. Das waren wichtige Meter. Platz. Jetzt können wir Risiko für gehen. Barbados. Stimmt, davor sah das absolut safe aus. Jetzt können wir Risiko gehen. Sah echt danach aus, als wäre das gewollt gewesen wäre. Ja, Barbados.
Da kommt Barbados. Oh, nee, nee. Da hat Barbados noch mal schnell abgebrochen. Wir hätten von der anderen Seite anfahren müssen. Da wären auf jeden Fall wieder ein paar Zuschauer hops gegangen, ey. Hui! Oh, aber ein bisschen. Leider unnötig. Guck mal, da versucht er sich noch fortzuschubbeln. Weißt du, so wie früher bei den Bundesjugendspielen, wo die Leute dann nochmal schnell so nach vorne gehüpft sind. So, ja, damit müssen wir nur gucken. Sehen wir, ein Punkt für Japan, zwei Punkte für die Schweiz, drei Punkte für Barbados und in dieser Disziplin kann Holland sich fünf Punkte sichern. Boah. Nice, Peter. Gehen wir mal zur Vergabe. So. Das könnte ja echt... Damit hätten wir fünf Punkte für Holland. 1, 2, 3, 4, 5. Hurra! So, machen wir noch gelb. Ich mach das schon für dich. Was? Kannst du das schwarz eintragen? Okay, ich mach das schwarz. Das war ein Punkt für Japan, zwei Punkte für die Schweiz und nochmal 1, 2, 3 Punkte für Barbados. Damit ist Gleichstand zwischen den Niederlanden und Barbados. Die Schweiz aktuell auf dem dritten Platz und auf dem vierten Platz ist Japan. Aber konnichiwa. Wir haben ja noch zwei Disziplinen, ja, und zwar Sprint und Hochsprung. Und ich würde sagen, als nächstes machen wir Sprint. Dafür müssen wir kurz umbauen, also sehen wir uns gleich wieder. Kommen wir zu unserer dritten Disziplin, die ist heute Sprint. Und zwar geht es darum, diese 500 Blöcke, die wir hier haben, möglichst schnell halt zu befahren, damit es hier keine Verfälschung gibt. Wird Japan anfangen, wir fahren einzeln auf Zeit. Und ich werde ein Startsignal geben, dann werde ich halt diese Startuhr starten. Und wenn hier getrötet wird... Fahren wir auch dreimal oder einmal? Nee, einmal. Wird nur einmal gefahren. Wird nur einmal gefahren, wer halt ins Aus fährt, ja, der hat auch gerne Zeit. Also ich lass mal so lange laufen, bis man hier hinten im Ziel ankommt, würde ich sagen. Mal gucken, wie lange das bei den jeweiligen dauert. So, Japan, bereit? Jawohl! Gut, dann starten wir in 3, 2, 1, los! Oh, boah, der ist so schnell. Ich werde so verkacken in dieser Situation. Ja, jetzt muss man natürlich auch so ein bisschen... Oh. Nicht schlecht. Haltend und yes! Durch. Oh. Das waren sensationelle 10,41 Sekunden. Alter, also, das, das ist ja Usain, ey. Bist du Jamaika? Wegen Japan. In Jamaika gewinne ich. Jamaika, ja. Okay. Da hätten wir unser erstes Ergebnis für Japan. Juhu. Das war schnell. Na, bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Meine kleinen Beine haben mich weit getragen. Das ist auf jeden Fall nicht der letzte Platz, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Japan kann vielleicht nicht werfen, Japan kann auch nicht weit springen, aber Japan kann schnell sein. Bram fährt schon. Wer ist denn das? Das ist die Schweiz. Ja, die Schweiz ist bereit. Dann starten wir in 3, 2, 1, go! Und die Schweiz rollt. Oh, guck mal. Und die Schweiz hat Probleme. Oh. Die Schweiz macht aber für die Zuschauer jetzt die Schweiz hingefallen. Oh mein Gott. Aber wir haben gesagt, wir fahren ganz Nice. Besser rückwärts durch, sagst du. Die Schweiz hat Probleme. So, jetzt kommt die Schweiz wieder und Ende. Oh. Hei. Das war 19,35 Sekunden. Ich weiß auch nicht, wo ich da hängen geblieben bin. Scheiße. Oh Gott. Du bist ein bisschen nach außen gedriftet, 19 leider. 19 Sekunden ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich glaube, ich werde immer noch langsamer sein, als das, was da gerade passiert ist. Habe ich auch ein Gefühl. Na, schauen wir mal. Gut, Barbados ist bereit. Dann beginnt der Run für Barbados in 3, 2, 1, los. Okay, da kommt Barbados. Barbados hat leicht die Schwierigkeiten. Oh, der macht sich aber gut. Ja, der macht sich gut. Oh, jetzt musst du einmal bremsen. Oh, das wird eng. Oh, da ist er durch. Oh, das könnte der erste Platz sein. Das war schnell. Alter. Das war schnell. Das war knapp. Chris, jetzt lass dich so spannend. Das war knapp. Boah. Ja! Das ist der zweite Platz für Barbados. Es stehen hier 10,60 Sekunden. Scheiße. Aber krass, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell ist. Hätte ich auch nicht gedacht. Weil du ja schon echt gegensteuern musstest. Ja, aber er hatte eine Schubdüse am Ende noch. Die hat noch ganz schön was rausgeholt. Ja, das kann natürlich sein. Die war echt clever. Okay, bin bereit.
Holland ist bereit. Dann beginnt auch der Run for Holland. In 3, 2, 1, los. Okay, da kommt Holland. Oh, Fast and the Furious hier. Ja. Okay. Oh, aber okay. Ich glaube, vielleicht schaffe ich unter 19 Sekunden Plätze. Oder? Oh, das könnte sogar was werden. Das könnte. Nein, ich bin durch. Das war stabil. Alles klar. Aber echt stabil. Das war stabil. Moment, was war Peter nochmal? Das war Holland. Niederlande. Das waren 17,01 Sekunden. Oh, Niederlande. Leck mich am Arsch. Dritter Platz hier für den guten Holländer. So, damit bekommt die Schweiz bekommt heute einen Punkt. Zack. Danach kommt Holland, bekommt 2 Punkte. Achso, hä? Ach ja, stimmt. Ja, Moment, das war Barbados. Was ist denn da, Jay? Blab. War Barbados. Oh, jetzt habe ich Holland übermalt. Ja, okay. Holland ist angeknabbert. So, dann ist es richtig knapp gewesen. Und zwar hat Barbados dann 3 Punkte bekommen. Also einen habe ich gerade schon verteilt. 1, 2, 3. So, und heute richtig gepunktet hat Japan. 10,4 Sekunden bekommt 5 Punkte. Uiuiuiui, ey. Boah, nee, der eine gelbe, der war falsch. Den hatte Jay schon gemacht. Was? Ich hatte nur 2 Punkte. Ja, Jay hat da irgendeinen gelben hingemacht. Ich hatte ja 2 Punkte. Ja, du musst unten anfangen bei 2. Ich will ja hier fair bleiben. Das ist ja. Okay. Ein Schmuh. Das ist, so kommt das aus, wenn 4 Leute an den Dingern rum. Schon eng. Ja, ich hab das echt eng gemacht. Oh, Mann. Also momentan ist mit einem Punkt, wenn ich das richtig sehe, vorne. Ja, ein Punkt Vorsprung. Barbados hat vor den Niederlanden. Dahinter kommt Japan und dann kommt die Schweiz. Oh. Wenn ich das richtig sehe, kann Japan aber noch zumindest an den Niederlanden und noch Barbados vorbeiziehen. und selbst die Schweiz könnte noch auf den dritten Platz kommen. Doch, auf den zweiten Platz. Dritten Platz. Wissen wir nicht. Wir kommen jetzt zum Hochsprung. Das ist unsere letzte Disziplin für heute. Die wird ein bisschen tricky. Und da bin ich sehr gespannt. Vor allem, wie wir das machen. Wir machen nochmal eine kurze Pause. Vielleicht mache ich auch mal einen kurzen Cut. Willkommen zu unserer letzten Disziplin. Es geht um Hochsprung. Der Hochsprung wird folgendermaßen ablaufen. Barbados startet. Nein! Ich versuche nur nicht umzufallen. Relativ klassisch. Versuch Nummer 2. Man hat 3 Versuche, die aktuelle Höhe. Wir können die Stange leider nicht runterplumpsen lassen. Hier unten ging es noch, die wahrscheinlich so zu platzieren, aber wenn wir höher kommen, können wir die einfach nicht mehr hinlegen. Das heißt, wir mussten die anschweißen. Deswegen darf diese Stange nicht berührt werden. Und die anderen natürlich auch nicht. Also man muss hier drüber springen, hat 3 Versuche für die jeweilige Höhe. Wenn alle die Höhe schaffen, beziehungsweise wenn einer ausscheidet, und dann kommt die Stange einen höher und die Leute, die geschafft haben, haben dann wieder 3 Versuche, diese Stange, beziehungsweise diese Höhe zu schaffen. Und ja, am Ende wird dann wahrscheinlich irgendwen geben, der am höchsten kommt. So. Barbados. Also von wo ihr startet, von wo ihr losfliegt, ist mir alles ehrlich gesagt scheißegal. Ihr könnt so viel Anlauf nehmen, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr kommt die über diese Fickstange rüber. Okay, dann starte ich. Du darfst starten, wann du möchtest. Ich muss nur. Yeah. Wow! Oh, hängen geblieben. Erstens nicht drüber, zweitens gegen die Stange geklatscht und gegen die andere Stange auch. Ich glaube, besser mit Anlauf, ehrlich gesagt. Und auch nicht wirklich rüber. Das war der erste Versuch von Barbados. So, der zweite Versuch von Barbados steht an. Okay, ich darf? Ja, ja. Oh! What? Das war hart weit drüber. Alter. Das war. Warum habe ich denn das beim Weitsprung eigentlich nicht geschafft? Ja, ohne Scheiß. Was soll der Scheiß? Das hat aber mich auch gerade gewundert. Das soll der Scheiß? Das hat daneben geflogen, ne? Ja, stimmt. Aber er war solide. Das war geschafft von Barbados. Dann kannst du in 20 Sprüngen nochmal so machen, Jay. Barbados, dann machst du dich nochmal 20 Mal genauso hintereinander. Ja. Also du musst nicht nochmal, du kannst dein Fahrzeug eigentlich wegmachen. Also wofür willst du nochmal springen? Ja, du hast das doch geschafft. Okay. Ja, ich wusste nicht, dass ich dachte, ich mache jetzt, bis ich so hoch nicht mehr geht.
Ja, okay, aber so ergibt viel mehr Sinn. Da musst du nicht jedes Mal immer die Dinger hoch. Genau, da muss ich nicht jedes Mal Spannung, ja, okay, damit die Spannung da ist. Ja, ist cool. Ja, und so, die Arbeit ist jetzt, die Niederlande sind jetzt dran. Wenn die Niederlande bereit sind, dürfen die springen tun. Rip, Roland, rip. Okay, ich bin bereit, ich gebe Gas, ich gebe Gas, ich will Spaß. Nach hinten. Ich glaube, das würde ich nicht mal als Versuch zählen. Beim Weitsprung zählt das halt auch nicht, genau. So, die Niederlande. Okay, warte. Ja, so war gut. Wieso geht der trotzdem von so die Scheiße? Okay, warte. Ja. Sollte vielleicht eine 5-Minuten-Regel einmachen. Ja. Oh! Okay, da bin ich dagegen gekommen. Da ist Holland mit dem Bauch krass, leider dagegen gekommen. Knapp. Schade. Aber ja. Das ist auch so 5 Minuten Vorbereitung, bis dann einfach und dann so. Das war der erste Versuch. Oh, dann. Hast du Angst vor der Stange, Peter? Ey? Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Du musst kurz vorher bremsen und dann. Oh, ist okay. Das schön. Also Holland ist immer noch beim ersten Versuch gescheitert an der 10 Steine Marke. Da kommt der zweite. Oh, aber sah schon mal, also aber rüber schon mal weiter. Ich sag mal, es ist jetzt Peter, drei jetzt Blöcke höher gewesen als der erste. Du bist mein größter Konkurrent, Peter. Aber auch der zweite Versuch war leider nicht erfolgreich. Oh, 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 das war knapp. Das war knapp. Die Stange gerissen. Das heißt, die Niederlande sind bei 0. So eine Scheiße. Aber mindestens einen Punkt kriege ich. Das stimmt. Ich muss jetzt mal ganz kurz bei den anderen nachrechnen. Ja, ich gehe da mal. Tschüss. Das Problem ist, also wenn jetzt noch einer kommt, der auch dreimal verwirft. Ja, genau. Das ist meine Frage gewesen. Dann müssen wir mal gucken, was da passiert. Das muss erstmal passieren. Dann kommt Shootout, dann machen wir Elfmeterschießen. Ja, das heißt, dann immer ein Versuch, bis es geschafft wird von einem. Dann gehen dann gehen wir nicht 10 Meter Sprünge, sondern machen wir 1 Meter Sprünge. Und dann wäre das am ersten Mal verkackt. Zumindest eine vernünftige Regel. Japan ist bereit. Aber erst mal Japan gucken, mit seinen kleinen Beinchen nimmt Anlauf. Wenn Japan bereit ist, dann darf Japan wann immer möchte. Okay. Okay, Seppchen nimmt Anlauf, da kommt der Sprung. Ah! Okay. Der ist, sag ich jetzt auch mal, nicht wirklich zählbar. Ich nehme auch so einen geilen Hochsprung vor, der einfach so an der Stange vorbei ist. Fuck, ey. Ich könnte mir vorstellen, das ist sogar echt schon passiert. Bestimmt. Wobei wir sind ja eigentlich, das ist ja kein wobei das ist jetzt, also bei Sepp ist halt eher Stabhochsprung, ne? Also Hochsprung und da ist ein Versuch von Japp. Oh! Er hat berührt. Der ist ach, leider die Seite gegen die darf Stange man nicht geklatscht. So ein bisschen touchieren. Och. Weil man muss sich vorstellen, das Ganze, das wackelt hier alles gerade mega Erdbeben, oh, die Stange ist runtergefallen und war leider nicht gültig. Als ob hier. So ein kleiner Japaner macht Christian, hier guckt man muss im Sport auch ein bisschen Fantasie mitbringen, ja? Christian, hier guckt dir die Perspektive an, die ist lustig. Hier ist so ein kleiner Hummel, das ist doch scheiße, ey. Ja, ich sag, so. Wir müssten, hätten das vorher. Ja, hier sehe ich halt nur okay. Nicht, ob der irgendwie... Okay, okay. So. Japan, ne? Ist das jetzt mein zweiter Versuch? Ey, das siehst du ja doch, wenn der berührt, oder? Ja, hoffen wir mal. Müsstest du da erkennen. Ja, das sieht gut aus. Oh nein, ich bin berührt. Nochmal. Ich glaube, wir haben gleich einen Shootout. Japan hat leider einen leichten Linksdrall beim Sprung. Ja, das ist mir stell dich doch rechts hin. Ja, mache ich jetzt auch. Oder genau, also beim, das ist beim Sprung ja erlaubt, ne? Also, ich brauche Anlauf, sonst komme ich da nicht durch. Du darfst dich so weit links und rechts hinstellen, wie du willst, ne? Das ist beim Sprung ja. Also. Die kommen ja auch mal von der Seite angelaufen, dann hüpfen die ja rüber. Oh, nee! Oh, da ist oh, einiges schief gelaufen. Oh, da bin Japan ich vorher gestolpert. Ja, da kommen wir schon zu unserer. Da ist Japan leider hingefallen. Oh, und Japan. Okay, das heißt, wir machen es jetzt so lange abwechselnd, bis es einer schafft, oder was? Ja, also jetzt ist quasi Knockout. Ja, stimmt, Bram sollte es auch noch machen, du hast recht. Okay, ja, Bram macht es auch null. Oh, shit, ey. Komm, Bram schafft am besten auch nicht. Nur diese eine Kack-Pipi-Stange da gesprungen. Wofür habe ich denn eigentlich 200 Blöcke hochgemacht? Ich dachte mir, egal. Okay, also komm, letzter Bram schafft ist dann, jetzt, ey. Komm, enttäusch mich nicht hier, Schweiz. Schweiz. Ist richtig was zu holen hier. Genau, jetzt kannst du, wenn du rüber machst, bist jetzt du auf jeden Fall schon mal Zweiter. Punkten. Das ist Bram, oh, nee! Er hält sich an der Stange eingenommen. Das war mal frustrierend, weil ich dann so mit der, dann hier mit der Düse so, dass ich da rumdrehe. Das war, was ich ursprünglich vorhatte.
Die Schweiz hat Angst bekommen und sich an der Stange festgehalten. Wir machen nicht Turnen, wir machen Hochsprung. Ach so. Ja, Moment, dann muss ich ganz kurz... Oh, scheiß, Bram hat schon Salti gemacht und so weiter. Bram ist echt der Turnwart. Ja. Ja, der macht die ganze Zeit nur Salti. Ja. Okay, wenn du nur bereit bist, darfst du einfach... Nimm dir Zeit. Mhm. Oh Mann. Die du brauchst. Einmal hinstellen. Wir sind bereit. Wir müssen ja nur gucken. Ist gut. Und. Oh! Läuft. Oh! Was ist jetzt denn? Das Auto hat Spaß. Es ging darum, die meisten Loopings zu machen. Oh, du musst es deleten. Ja, genau. Du musst es deleten. Braven! Ja, okay. Was denn? Ist alles okay? Deleten? Was denn? Was machst du denn jetzt? Ohne Anlauf? Ja, oh, jetzt wird aber spannend. Ich hab grad den Looping gemacht ohne Anlauf. Oh. Oh, weia. Ja. Komm, Brammen. Alter, die Steuerung von dem Ding ist halt so zum Kotzen. Dann platzier den doch einfach. Das ist eine gute Idee. Genius, ey. Genius Japanese. Aber deswegen sind die auch in der Technologie so weit vor uns. Ja, wir haben echt einfach die besten Ideen. Brammen! Jetzt fahr doch nicht wieder. Jetzt fahr nicht dagegen. Oh! Ja! Der hat mich nie berührt! What the fuck? Alter, das war so knapp! Alter! Oh, jetzt bin ich excited, Junge! Jetzt bin ich richtig excited, Alter! Sowas von knapp! Was ist das? Ein Versuch schafft die Schweiz! Easy! 10 Meter! Easy! Alter! Ich wollte euch nur ein bisschen schwitzen lassen. Mann. Mann. Weißt du, hier Fantasie-Erdbeben beim Stangefeld. Oh, krass, ey. Was okay. Das Schild? So, jetzt kommen wir zum ersten Shootout zwischen. Mach ich jetzt so lange, bis ich es schaffe und dann Niederlande. Ja, dran, genau. Dann machen wir wirklich. Gehen wir mal davon aus, es ist scheißegal, ob Sepp 2 Punkte kriegt. Ja, das stimmt, aber das muss ja trotzdem festgelegt werden, wer besser ist. Alter, das muss ja jetzt hier festgelegt werden. Ich will jetzt wissen, wer wie lange braucht, um da rüberzukommen. Aber der Gewinner von dem Shootout springt nicht mehr weiter, oder? Der ist auf jeden Fall raus. Nee, es geht jetzt quasi nur darum, wer ein und wer zwei Punkte kriegt. Könnt ihr euch beide Autos dann? Nee, könnt ihr schon beide Autos. So, da kommt der erste Versuch von Holland. Nee, doch nicht. Doch jetzt. Nee, doch nicht. Was soll denn die Scheiße? Wieso denn nach rechts? Ich hab aber auch so einen komischen Linksdrall oder rechts, weil das ist ganz komisch. Hältst du rechts den Arm raus und dann fliegst du nach rechts rüber, oder was? Ich sehe, was die Niederlande planen. Jetzt nach links oder was, du Bitch? Lenk doch nach links oder nach rechts. Genau, lenk doch einfach. Ja, weiter. Höher. Nein, schade. Okay. Hat er nicht geschafft. Er ist leider angeschlagen, gewesen, ja. Aber die Richtung ist gut. Tipp, ja. Es war der beste Versuch von Holland bis gerade jetzt. Gerade hochfliegen und in der Luft erst Gas geben. Ja, ich weiß auch noch nicht. Da scheint ein bisschen Angst zu sein, im Endeffekt durch zu hoch fliegen gegen die Stange zu knallen. Ja, das ist aber auch böse. Du kannst halt nicht lenken, ne? Du kannst halt nicht lenken. So. Also Holland Versuch 1 quasi. Ja, okay, Holland bemüht sich um einen zweiten Versuch. Peter, gerade vorstellen. Mach das doch vorne. Einfach fliegen und dann Gas geben, leicht. Ja, genau, einfach nur, ich meine, gerade hochfliegen und dann einfach nur einmal Gas antippen. Da warum macht er das denn nicht direkt? Ja, das funktioniert in einem von 1000 Fällen, ey. Im zweiten. Das hat wunderbar funktioniert. Boah, da hätte ich ja noch richtig mitspielen können, ey. So ja, Scheiße. Richtig. Holland hätte richtig mitspielen können. Oh Mann, ey, jetzt entdeckt Holland erst die Holland Technik, ey. Scheiße, wenn ich Jay besiege, dann... Also zwei Punkte habe ich schon mal safe. Das heißt, ich bin auf jeden Fall zweiter Platz. Ja, außer Sepp macht er jetzt ein Ei. Ja, seinen außer Sepp macht er jetzt ein Ei. Genau. Safe, die Holländer wollen sich und wenn Sepp decken. Und wenn Sepp jetzt auch zwei Versuche braucht, müsste beide nochmal. Boah. Ja. Stimmt. Okay. So safe ist das also alles noch nicht. Wir waren am Versuch, mal da drüber zu kommen. Jetzt weiß ich, warum die Olympischen Spiele in der ARD mal den ganzen Tag gehen. Wie beim letzten Versuch. Bei mir? Ja, der Japan muss natürlich, also Japan muss natürlich auch Tipps bekommen. Also nicht so viel, du hast auch nicht beim letzten. Ja, nicht so, aber du hast nicht ganz so viel Distanz gehabt. Könnte den Kalender mal so machen. So. Was hat denn jetzt? Nee. Das muss also, du musst schon mit der Reifen, oh, genau. Nein. Du musst schon mit der Reifen auf den Boden starten, ne? Ja, genau. So. Kacke. Eigentlich muss ich nur. Ist jetzt ganz schön Druck auf Japan. Nur eins drücken. Ja, ist echt Druck. Nein! Ach, was ist das denn? Das hebt mich ja nur hoch. Ab, so.
Kacke, das bringt mich, das macht mich sofort auf null. Ich hätte meine Reibung. Ja, weil du halt instant Reibung mit Blöcken im Endeffekt auf dem Boden genau. hast. Genau, ach, das ist scheiße. Oh, nicht berührt! Oh, das war knapp! Ich würde auch sagen, so knapp nicht berührt, den Schiedsrichter zwar umgefahren, aber. Das zählt man nicht als Versuch. So, komm, du hättest die Pistons weiter. Die ich hätte Pistons Reifen weiter vorne bauen müssen. Nee, hinten, oder? Warte mal, kurz überlegen. Ja, das wird jetzt eh nicht umgebaut. Also, das ist völlig klar, egal. Aber ich überleg gerade nur. Nee, ich fall einfach nicht vernünftig nach vorne. Ich glaube, meine Turbine hat zu wenig Power. Meine Idee Power war halt, abzuspringen scheiße. Und die Turbine dann zu zünden und dann einfach weiter zu fliegen. Weißt du, so. Irgendwie. Aber. Weitere Programme verzögert sich. Ja, oh, ja, nein! Komm, Sepp, ich stehe auf dich. Ich stehe auf dich. Okay. Oh, was ist denn hier so? Nein. Die Schweiz ist doch neutral, Bram. Du kannst gar nicht. Was ist denn jetzt hier los? Wobei ich stehe auf hier, Bärner. Egal. So, Sepp. Jetzt ist der Druck natürlich riesig. Sepp muss es jetzt schaffen. Scheiße, ey. Kacke. Ja, komm, ey, jetzt. Flip! Nee! Oh, abgedriftet damit. Haben wir schon mal die Plätze sicher. Japan bekommt einen Punkt. Und die können aber nicht Holland springen, die Japaner, mit ihren kleinen Beinen. Bekommt Scheiße. Zwei. Jetzt werden wir kurz umbauen. Zweite Runde. Endlich sind die Sieger dran. Also, Barbados wird starten auf 20 Blöcke Höhe. Wir machen hier nicht Zentimeter oder so eine Scheiße. Wir verdoppeln gleich. Ja. Drei Versuche hat man wieder. Da ist der erste. Und der ist ja mal so weit von safe. Da kann Barbados nur müde lächeln. Und ist auch noch gerade gelandet. Dran. Leck mich am Arsch. Ja, ich weiß, aber du musst halt dich Ja, genau. Geh doch mal weg, ne? Ansonsten wird halt schwierig, genau. Einmal despawnen. Delete. Heieieiei, damit ist jetzt die Schweiz dran. Auch die Schweiz hat drei Versuche. Diese das wird jetzt hart. Wir haben ehrlich gesagt. Das wird jetzt hart, ja. Das okay, und. Ah, nicht ganz. Nee. Das war der erste Versuch. So, die Schweiz scheint bereit zu sein. Taktik ist, von möglichst weit vorne zu starten. Ja, aber was war das denn? Da wurde vorm Start nochmal schnell abgebrochen. Da wurden offensichtlich Fehler im System gesehen, deswegen Und da war der zweite Versuch der Schweiz. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Wenn man den niedrigsten Punkt sieht, sieht das schlecht aus für die Schweiz. Wobei ich aber auch sagen Kannst würde... Kannst du das nicht ausmachen, deine blöden Griffe? Was für blöde Griffe? Deine schraffierten Griffe. Ach so, er kann die ja muss er erstmal wieder fliegen. Einfahren. Genau, die müssen halt in der Zeit wieder eingefahren werden. Ja, aber der kann doch mit seiner Schubdüse. Oh, das war schon für die Schweiz. Schade. Schade. Damit kommen wir zu einer finalen Punktevergabe von heute. Barbados. Schweiz, Barbados. Japan, Oh, die Niederlande habe ich noch verschandelt. Oh. Das ist ein Schatten, oder? Nee, doch nicht. Das war kein Schatten. So. Also. Leider die Höhe nicht geschafft hat Japan. Damit bekommt Japan ein Pünktchen. Dicht gefolgt von Holland. Die bekommen zwei Pünktchen. Dann kommt die Schweiz mit 1, 2, 3 Punkten. Und Barbados 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Alter Finne. Specht. Ich nehme die Wahl an. Damit haben wir aber einen Gleichstand. Wir haben einen Krass. Ersten, einen zweiten und zwei dritte Plätze. Es gibt zwei Bronzemedaillen. Lol. Es gibt für Japan und die Schweiz eine Bronzemedaille. Oh, hammerhart, ey. Dann die Silbermedaille darf sich dann Niederlande umhängen. Und Barbados hat gewonnen.
Ich glaube, ja, damit hätte jetzt bitte die Nationalhymne, also Rihanna, einspielen oder sowas. Ja, das kenne ich nicht. Dürft ihr euch auch imaginär vorstellen, ja? Fantasie im Sport. Under my Umbrella. Under my Umbrella. Ella. Herzlichen Glückwunsch an Barbados. Das sah am Anfang doch ein bisschen anders aus. Ich hätte auch gedacht, also, ne, alles anders geworden, als ich das erwartet hätte, tatsächlich. Nie. Heute gibt's nur Gewinner. Das war die Folge von Profi, eine der längsten, die wir, glaube ich, je aufgenommen haben. Aber ich fand's witzig. Wenn ihr das auch fandet, lasst doch einen Daumen da. Neue Vorschläge immer wieder gerne gesehen. Die Olympiade ist öfters schon mal gefordert worden. Wir haben die jetzt mehr oder weniger umgesetzt. Ja, ihr könnt uns auch gerne wissen lassen, welches ihr das tollste Fahrzeug fandet, während die Schweizer gerade umfällt. Stirbt. Ansonsten danken wir wie immer vielmals fürs Zuschauen, sagen bis nächste Woche und ja, auf Wiedersehen. Haut rein. Tschüss. Tschüssikowski. Ciao.